Einen wunderschönen guten Montag, liebe Wrestlinginfos.de Talk-Freunde, und herzlich willkommen zur Review des Battleground Pay-Per-Views von WWE. Ja, wir sind früh dabei, wir nehmen das Ding gerade auf, es ist jetzt 9 Uhr und 4 Minuten, für euch ist uns keine Uhrzeit zu früh. Ich glaube, dieser Pay-Per-View ist einer der Pay-Per-Views, an dem sich die Geister spalten werden, könnte ich mir vorstellen. Sowohl unter Smarks als auch unter Marks werden in beiden Lagern, glaube ich, viele Fans sein, die das Ganze gut oder schlecht finden. Wir werden gleich uns darüber unterhalten, dass und wieso das so sein könnte. Aber kein Review-Podcast ohne eine Zweierbeteiligung. Und da ihr meine Stimme schon hört, werdet ihr vielleicht, falls ihr auch die Preview gehört habt, schon merken, irgendwie ist die Prognose von uns nicht aufgegangen. Ich habe ja gesagt, die Review werden im Zweifel eher Jens und Julian machen, weil ich im Urlaub bin. Und nun haben sich die Ereignisse überschlagen. Und jetzt haben wir eine ganz neue Weltpremierenkonstellation. Ich glaube, ihr habt sie noch nie gehört. Mit an meiner Seite zum ersten Mal bei einem Podcast. Und ich will auch jetzt die Spannung nicht groß genug machen und dich nicht quasi, wie soll ich sagen, so nervös machen, dass du gar kein Wort mehr rauskriegst. Aber alle Welt schaut auf dich. An meiner Seite herzlich willkommen zur Premiere der Nexus 3D, der Marvin. Vielen Dank. Wunderschönen guten Morgen. Du hast ja die Erwartungen in die Höhe schnellen lassen. Also, durchschnittlichen Pay-Per-View. Ich bin wütend gewesen bei vielen Sachen. Viele Sachen waren gut, aber fang du mal an, dann können wir da später im Detail drüber reden. Das ist eine gute Idee. Du warst bei mir eben ganz kurz weg, aber das ist, glaube ich, nicht tragisch. Wir machen einfach weiter. Okay. Für alle die dich noch nicht kennen, kurz möchte ich dich mit ein paar einleitenden Worten vorstellen. Dann kannst du ja auch noch vielleicht ein bisschen was zu dir sagen. Also unser Nexus 3D ist einer von den im Board sogenannten Grünen, gehört zu den Super-Moderatoren und ist in erster Linie verantwortlich fürs Archiv und da bei unserem Wikipedia. Das heißt, das habt ihr vielleicht schon mal einen Blick reingeworfen. Da haben wir zu allen möglichen Ligen und zu den ganzen Wrestlern Biografien, Titel, Historien, was auch immer, so ähnlich wie Wikipedia, nur komplett auf Wrestling gepimpt. Nexus ist da quasi in den ganzen Dungeon und Verließen und kümmert sich um alles, was damit zu tun hat. Und ich glaube, als ich hier bei WWE angefangen bin, war ich auch zuerst im Pedia eingeteilt. Und da waren wir beide zusammen und da habe ich auch ein paar Biografien geschrieben seinerzeit. Genau, eine wunderschöne Zeit, ich erinnere mich noch sehr gut. Genau, du kamst ins Team und wir hatten erstmal, ich glaube, Jim Duggan war deine erste Bio. Genau. Die du geschrieben hast und es war wundervoll und es war echt eine lustige Zeit. Aber jetzt bist du neben eben ein gleichwertiger Kollege, so mal zu sagen. Was machst du denn sonst noch so, Marvin? Sonst, ich bin eigentlich wie Sixfold eigentlich die Schlampe für alles. Wie er so schön heißt, die Serverschlampe. Ich mache eben News, ich mache also jetzt regelmäßig den Indie-News-Blog. Sonst springe ich einfach ein, wo es brennt. Aber hauptsächlich, wie du schon gesagt hast, eben Biografien, Wikipedia und so weiter, genau. Und seit neuestem auch Serverschlampe oder Schlampe für alles im Podcast-Bereich. Kleine Worte der Erklärung, warum ist denn Jens nicht da, warum ist denn Julian nicht da? Jens muss arbeiten und Julian muss, so klang es gestern, noch mehr arbeiten. Da sind Engpässe bei ihm eingetreten, was die Arbeitssituation angeht. Und er fällt jetzt auch, ja, er fällt nicht aus, aber die Zeit wird doch jetzt ein bisschen wieder, die nächste Zeit offenbar ein bisschen kritischer. Insofern müssen wir da improvisieren. Und umso glücklicher bin ich, dass Nexus jetzt dabei ist. Und das wird auch hinhauen. Und bevor eine Ehre für mich, dass ich dich begleiten darf bei diesem Pay-Per-View. Jetzt haben wir uns beide gegenseitig genug vollgeschleimt und gehen mal in die Card rein. Dafür rufe ich nochmal kurz den Live-Bericht auf, auch wenn ich das meiste eigentlich noch vor Augen habe. Eine Sache kann ich übrigens nicht groß viel zu sagen, nämlich die Pre-Show. Die habe ich mir heute mal geklemmt. Ich bin seit 6 Uhr wach und habe mir das Ding angeguckt. Pre-Show habe ich nur die letzten Züge gesehen, das Match von R-Truth gegen King Barrett. Das hat übrigens King Barrett gewonnen, nach immerhin fast 10 Minuten. Es ging wohl inoffiziell, steht bei uns im Live-Bericht, ich habe es vorher auch noch in der Meltzer und Alvarez-Show gehört, um die Frage,
wer jetzt der wahre King of the Ring ist. Also Barrett hat wohl sein King of the Ring, seine Krone aufs Spiel gesetzt und den King of the Ring-Titel. Ich habe nur ein bisschen vom Match gesehen, war überrascht, dass die Crowd verhältnismäßig gut drin war. Und Barrett hat das Ganze nach dem Bullhammer gewonnen, ist jetzt also R-Truth los. Insofern, ich will nicht sagen, wie erwartet, es hätte auch durchaus anders ausgehen können, wenn man jetzt Barrett völlig hätte demütigen wollen. Aber was ich gesehen habe, war vom Match her in Ordnung und die Crowd war auch gut drin. Marvin, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen. Ja, also es war ein grundsolides Match, muss man nicht gesehen haben, hast du gar nichts verpasst. Es sind zwei Geeks, zwei hochrangige Mid-Carder, nenne ich es mal. Und Wade Barrett oder King Barrett ist eigentlich, also für mich persönlich eine Verschwendung. Er hat meiner Meinung nach schon Talent und könnte durchaus ein ernstzunehmender Gegner sein. Auf jeden Fall hier ein langweiliges bis solides Match hat unterhalten, aber muss man nicht gesehen haben. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Was gab es noch in der Pre-Show für Highlights? Ich habe Sonst, hier, Heyman hat Interviewfragen zu Lesnar beantwortet. genau, das war unterhaltsam. Also Heyman ist ja immer genial. Und da, das war, ich glaube, es ging 2 Minuten, also es ging relativ schnell. Da hat er ein paar Fragen dann sich über lustig darüber gemacht, was die Fans denn für sinnfreie und dumme Fragen stellen würden. Ansonsten hat er dann kein Zweifel daran gelassen, dass Brock Lesnar natürlich das Ding gewinnen wird. Also Standard Kayfabe hätte ich beinahe gesagt, was man Richtig. erwarten muss. Und das ist eben so, dass das macht Heyman ja auch klasse. Und so kleine Sticheleien gegen das Publikum und auch gegen den Interviewer. Das war ein Kerl, glaube ich. Ich habe das letzte Wissen habe ich auch noch gesehen. Weißt du, wer das war? Ich kannte den gar nicht. Der es moderiert hat? Ja, genau, Das war der. Tom Phillips. Okay, den habe ich Genau. noch nie gesehen vorher. Ja, der macht irgendwie, ich weiß, glaube ich, er hat auch mal Interviews gemacht, ist auf jeden Fall irgendwie Backstage tätig, glaube Okay. ich, oder sogar Kommentator bei WWE Superstars, aber das weiß ich jetzt nicht Okay, sicher. alles klar. Okay, dann haben wir die Pre-Show auch durch. Das Expertenpanel habe ich im Laufe der Zeit auch noch gesehen. Hat natürlich immer wieder viel ja, Sinnvolles oder Sinnfreies, je nachdem, wie man es sehen möchte, Zeugs gesehen. Freunde von Booker T sind auf ihre Kosten gekommen. Freunde von Rene Young werden sich genauso gefreut haben. Sie sah heute sogar für mich sehr attraktiv aus. Ich mag sie ja sonst nicht so gerne. Hübsche Frisur auf jeden Fall. Ja, in der Tat. Wie, ne? Ja, und das war eben der Standard. Expertenpanel, wie man es so kennt. Und dann ging es auch los und es ging gleich, ja, aus Mark-Sicht, sag ich's mal, in die Vollen. Denn man hat gleich mit Randy Orton gegen Sheamus eine Partie auf die Karte geklatscht, die jedenfalls von den Namen her recht hoch besetzt ist. Und Randy Orton hat den Opener auch gewonnen nach fast 17 Minuten gegen Sheamus nach dem RKO. So, wenn man sich das Match jetzt mal anguckt, wir haben ein hochprofessionell und technisch versiertes und gut geführtes Wrestling-Match gesehen. Beide Worker sind deutlich über 30, sind erfahren im WWE-Geschäft, sind erfahrene Worker. Sie haben gezeigt, was sie können. Das Match war, ich habe schon gesagt, technisch sehr versiert geführt. Es war gut. Es war ein wirklich gutes Wrestling-Match. Und genau hier liegt das Problem. Denn man wusste im Vorfeld schon, was einen hier erwartet, und genau das hat man bekommen. Man konnte im Vorfeld nicht jetzt jeden Move benennen, wann er kommen würde, aber Ja, doch, es. eigentlich theoretisch schon. Also ich finde, der Ablauf war wirklich klassisch und wirklich, also ich habe nichts gegen Randy Orton, ich habe auch nichts gegen Sheamus. Beides, wie du sagst, grundsolide Worker, aber ich fand, es war einfach, gerade auch als Opener, für mich persönlich sehr langweilig und sehr langwierig. Aber gut, mach du mal weiter. Ja, du hast mir meine Pointe gerade sehr schön vorweggenommen. Denn Verdammt. ja, das macht ja nichts, weil genau da liegt in der Tat das Problem, wie gesagt. Denn man kennt es. Man weiß, wie Orton seine Matches aufbaut. Man weiß, wie Sheamus wirkt. Und das Problem dabei ist auch, dass Orton im Ring, wenn er nicht seine Aktion zeigt, sehr langsam agiert. Das gehört ja auch zu seinem Gimmick dazu, das muss er ja auch machen. Und Richtig, ja. Sheamus als Powerhouse ist auch nicht dafür berühmt, so Rollins-mäßig durch die Gegend zu flitzen. Also das heißt, Freunde von einem kalkuliert aufgebauten Match werden das auch alles gut finden. Aber wenn man eine Show
off-kicken will sozusagen und einen Kickstart setzen will, dann kann man darüber streiten, ob dieses Match vielleicht etwas deplatziert war, weil Nexus und ich sehen es beide gleich. Wir waren stellenweise eben doch tatsächlich ein Stück gelangweilt. Ja, man sollte ja zu Beginn eines Pay-Per-Views versuchen, die Massen, die Fans zu begeistern und ein bisschen Stimmung sozusagen hineinzubringen. Klar, Orton wurde bejubelt, aber man darf nicht vergessen, er wird ja immer aus St. Louis angekündigt. Von daher war das kein Wunder. Genau. Stimmt. Also Stimmt. das sonst, wie gesagt, es war mir, ich hatte mir nur notiert, dass gegen Ende des Matches fand ich da ach, wie heißt denn der Finisher nochmal von Sheamus? Jetzt habe ich hier Der seinen. Brokick. Genau, da hat Orton ist dann ausgewichen. Das wirkte alles sehr lieblos und auch als Orton sein RKO angesetzt hatte, das wirkte alles so zu sehr kalkuliert und ich finde, Runtergespult. genau, runtergespult ist das Richtige. Und das hatte ich mir nur notiert, sonst, wie du sagst, grundsolides Match, das, was man eben von den beiden erwartet. Das sehe ich auch so. Also Problem oder interessant, ich werde ab und zu mal, weil ich habe genau wie du auf Maxdome geguckt, ich werde ab und zu mal was zu den Kommentatoren sagen. Ich will jetzt auch Kollegen in Anführungszeichen nicht schlecht machen. Also Schäfer ist die Stimme von WWE in Deutschland, das ist auch in Ordnung und wir sind ja alle Freunde und das ist auch gut. Mit Manu wollen wir uns auch nicht anlegen. Wir kennen ihn alle von Talk of Honor noch und wissen auch, was er kann, was Aber er da habe ich nicht. auch noch ein, zwei Dinge Genau. aufgeschrieben, aber gut. Und eben über Böschen und Hackel reden wir auch ab und zu. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, gut oder schlecht, nur eine Sache ist mir aufgefallen, gerade im ersten Match von unserem guten Carsten diesmal. Da hat Manu irgendwas gesagt und Schäfer sagt, ja, das sehe ich jetzt ein bisschen anders, ist aber nicht schlimm, denn das ist ja, Zitat, Food for Thought sozusagen und Meinungsfreiheit oder Gedankenvielfalt ist ja gut bei der Diskussion. Das ist natürlich vollkommen richtig, was der gute Carsten sagt. Nur die Frage ist, inwiefern das gerade bei einem Kayfabe-WWE-Pay-Per-View so tatsächlich ins Schwarze trifft. Aber das lasse ich mal so stehen. Was hast du denn da noch zu erwähnen, Nein, Nexus? mir ist einfach aufgefallen, also ich muss sagen, dass ich überhaupt kein Fan von dem Herrn Thiele bin und auch von Schäfer nicht. Und ich finde einfach, und genauso wie ich natürlich ein wenig nervös bin bei meinem Debüt, hatte ich das Gefühl, dass der Herr Thiele stellenweise doch sehr unsicher und nervös war und auch einige Schnitzer sich geleistet hat. Jetzt nicht dramatisch, aber ich habe einfach gemerkt, dass es zumindest teilweise relativ unkonzentriert war. Also auch in den späteren Matches, jetzt nicht nur bei Sheamus gegen Orton. Genau, also ich hatte das Gefühl, dass zum Beispiel Hackel und hier Herr Böschen da deutlich professioneller und deutlich fachmännischer herangehen und sich mehr auf das Geschehen konzentrieren. Vor allen Dingen, die sind ja auch eingespielt. Also Böschen und Genau, eben, Hackel, das merkt man einfach, ja. die spielen sich die Bälle zu, auch zwischen den Zeilen die Bälle, die verstehen sich sofort blind, können drauf eingehen. Es wirkt, wenn Böschen hat ja, auch da kommen wir jetzt gleich noch zu, bei dem Tag Team Championship, Böschen, wie soll ich sagen, auch wenn er sein Kayfabe-Pseudo-Heel-Moderator-Gimmick auslebt, da weiß Hackel genau, wann er drauf eingehen muss und wann er es einfach im Raum stehen lassen muss. Und das wirkt dann auch nicht, als ob er Böschen auflaufen lassen will, sondern es wirkt, dass Überhaupt nicht, Böschen ja. dann genau wie der Geek-Moderator rüberkommen soll, als der in der Situation auch rüberkommen soll. Das passt eben einfach. Und Schäfer ist nicht seit 25 Jahren die Stimme von WWE. Und nur Schäfer sozusagen. Er fing ja auch mit anderen Leuten an. Also ich will da jetzt auch nichts reininterpretieren, aber Schäfer ist da ein absoluter Profi, Urgestein und auch Nerd, alles in einem. Er ist begeisterter WWE-Fan, das kaufe ich ihm voll und ganz ab. Nur die Anzahl seiner Co-Moderatoren, die geht ins Zweistellige mittlerweile. Und lass mir das einfach mal erstmal so stehen. Ich glaube, es ist nicht Genau. so ganz einfach, neben Carsten bestehen zu können, trotz seiner Qualität, die er hat. Ich will das jetzt auch gar nicht absprechen. Genau, Und ist das glaube ich mal. aber auch noch mal ein anderes Thema, dann Genau. ja, Da machen hast du wir mal vollkommen weiter. recht. Insofern lassen wir das hier heute mal stehen. Und da musste ich dran denken: Food for Thought, das war ein guter Interessant. Einstand. Interessant, in der Tat. Ja, dann gab es ein Interview mit Stephanie McMahon, über das man auch von mir aus geteilter Meinung sein kann. Jojo hat Stephanie interviewt. Ich glaube, sie sagte, ich fühle mich hier schon fast wie Big Show, weil sie Ja, doch das war herrlich. deutlich größer war als die kleine Jojo. Stephanie ist doch auch 1,75 oder so. Wie groß ist sie? Ich weiß das. Also auch jetzt für ein Mädel schon ordentlich, aber jetzt keine Riesin. Da muss Jojo ja richtig klein sein. Ja, aber Jojo, das sah wirklich extrem unheimlich aus. Also Jojo wirkte wie ein kleines Kind im Vergleich. Aber du hast recht, McMahon ist 1,75 Meter.
Ja, das Genau. passt. Dann wird sie aber so 1,55, 1,50 oder so sein. Also nicht wirklich groß, die gute Jojo, weil das sah wirklich in der Tat interessant aus. Ja, Jojo hat Stephanie als diejenige dargestellt, on-air wohlgemerkt, die für die Revolution im Diven-Roster oder in der Diven-Division gesorgt hat. Das ist richtig, da müssen wir nicht drüber streiten. Es ist bekannt. Wer ein bisschen sich mit den WWE-News auseinandersetzt und hier und da mal querliest oder bei Meltzer und Alvarez reinhört. Natürlich, Hunter und Stephanie sind die treibenden Kräfte, die die Diven Division entsprechend pushen und auch ins rechte Licht rücken wollen. Die Frage ist, inwiefern man sowas on-air auch ausschlachten möchte, weil das wirkt immer so, als ob Stephanie als On-Air-Charakter auch gerne geliebt werden will, obwohl sie, als sie angekündigt wurde, deutlich mehr Buhrufe gekriegt hat aus der Halle als Jubelrufe. Aber warum will sie denn auch als On-Air-Queen wahrgenommen werden? Das kann man doch in was ich, Business-Magazin oder wie auch immer entsprechend darstellen. Warum will man es vor die Kamera tragen? Ja, best for business. Ich glaube, die möchte sich einfach auf ein Pferd setzen, was sie dann quasi Richtung eben im Moment beliebt reitet. Und dadurch möchte sie eben einfach vielleicht Cheap Pops abgreifen. Ich weiß es nicht. Vor allem, weil sie eigentlich als Autoritätsmitglied eigentlich ja auch grundsätzlich eher die Heel-Position vertritt. Eben. Naja, ich verstehe es auch nicht. Also Ich das kann es nicht meine ich ja. sagen. Also die Lorbeeren, wenn es denn jetzt wirklich mit der Diven Division zum Restart kommt, Jens ist da ja deutlich reservierter als ich noch ein bisschen. Ich hoffe ja, dass das noch klappen könnte, auch wenn die Voraussetzungen in der Tat, man kann darüber streiten, das ist Ich richtig. glaube nicht, dass das diese Revolution, also dass so eine Revolution eintreten wird. Ich glaube nicht, dass das, was bei NXT passiert und was man jede Woche sieht und was beeindruckend ist. Ich meine, letzte Woche lief, glaube ich, bei NXT Charlotte gegen Sascha Banks. Grandioses Match, gefiel mir richtig gut. Ich glaube nicht, dass das, was bei NXT passiert, auch im Main Roster funktioniert. Das bleibt abzuwarten, da bist du eher wie Jens in der Tat in der Skeptiker-Ecke, was das angeht. Aber unterstellen wir mal, es funktioniert doch. Könnte ja sein, das ist nun mal so ein hypothetisches Szenario. Warum will Stephanies On-Air-Charakter hierfür bejubelt werden? Dass Stephanie als Geschäftsfrau und als Bookerin und so, dass das ihr alles dann auch zusteht zusammen mit Triple H, das ist unbestritten und dafür kann man dann auch wirklich laut applaudieren. Aber ihr On-Air-Charakter ist doch auf das genaue Gegenteil eigentlich angelegt. Und da bricht so ein bisschen ihre Kayfabe-Rolle. Ich will ihr den Erfolg auch gar nicht absprechen, wenn er denn kommen sollte. Der gebührt ihr und nicht Vince, das ist Fakt. Aber Ja, ihr gebührt die Anerkennung insofern, dass sie die Damen ins Main Roster holt. Aber ich meine, die Ausbildung ist ja, damit hat sie ja nichts am Hut. Also die Qualität der Damen ist ja entweder auf die Trainer im Performance Center zurückzuführen oder eben auf deren vorherigen Stationen oder Trainern. unbestritten. Ich meinte auch eher die Art und Weise der Präsentation der Diven Okay. im Main Roster. Denn da liegen ja Welten zwischen NXT und dem Diven Main Roster. Und Vince will ja am liebsten knackiger Hintern, flacher Bauch, dicke Titten, geschminktes Gesicht und nichts in der Birne. So will Vince seine Diven im Main Roster dargestellt haben. Egal, was sie wirklich drauf haben oder nicht drauf haben. Stephanie und Hunter haben bei NXT ja wirklich kompakte Storylines, Top-Matches, Competition-Gedanken und solche Geschichten. Das sind ja ganz andere Präsentationen der verschiedenen Workerinnen. Und wenn das sich angleicht, dann gebührt das schon Stephanie. Die ganze Grundausbildung und das wrestlerische Können, da hast du völlig recht, da hat sie eher wenig Aktien drin. Aber ich Lassen wir sehe uns das. überraschen. Genau, ich wollte nur einen Satz. Ich sehe das wie du, dass ich es nicht nachvollziehen kann, warum sich Stephanie McMahon da auch so in das Rampenlicht drängt. Gerade auch, ich glaube, das habt ihr ja bei der Raw Review auch schon angesprochen, eben als das dann diese Revolution eingeleitet wurde. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. McMahon hat sich einfach in den Mittelpunkt gestellt und sich eben als Heilige quasi, die jetzt quasi die Revolution einleitet. Und das finde ich einfach unverständlich, dass man da, dass sie den Spot klaut, sich anstatt den Damen irgendwie eine gute einleitende Geschichte zu geben, die sich dann noch besser dem Publikum präsentieren zu können. Aber gut, ja, wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Genau. Ich bin gespannt. Die meisten, wie gesagt, sind mehr als skeptisch, ob das klappt. Und ich bin noch, ich lasse mich oder ich versuche mich positiv
überraschen zu lassen. So, weiter geht's jetzt aber mit dem Match um die Tag Team Championship. Ich war ein bisschen enttäuscht. Die Primetime Players gegen The New Day haben verteidigt in unter 9 Minuten, 8:50, sagt unser Live-Bericht, in einem, ja, ordentlichen Match. Viel mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass The New Day gerade in den Matches gegen Cesaro und Kid richtig einen aus der Kiste geholt haben, stellenweise. Davon war man in diesem Match relativ weit entfernt. Es war absolut nicht schlecht, aber ich glaube, Jens würde hier sagen, das haben wir bei Raw alle schon ein paar Mal gesehen. Und er hätte recht, wenn er das sagen würde. Vollkommen, auf jeden Fall. Also hier habe ich mir auch notiert, es war als, ich finde, als zweites Match nicht klug gewählt, eben weil es auch eben nur ein solides Match war, aber keines, was Spannung aufgebaut hat, keines, was große Reaktionen gezogen hat. Es war ein Match, es war ein solides Match, aber es hätte genauso gut bei Raw oder SmackDown laufen können. Also man hat nichts verpasst, wenn man die beiden Matches nicht gesehen hat. Richtig. Das Einzige, was man verpasst hätte, und hier jetzt wieder eine positive Note Richtung Kommentator, man hätte Böschens meines Erachtens großartige Moderation oder Kommentierung des Matches verpasst. Und da hat man eben auch gesehen, wie gut die beiden wirklich funktionieren. Hat The New Day im Bo Dallas-Style, hätte ich beinahe, ja so möchte ich sagen, kommentiert. Es ist ja bekannt, dass Böschen als On-Air-Kommentator sehr pro Bo Dallas ist, also als möchte gern geekhafter hier Kommentator. Das macht er, finde ich, großartig. Und genauso hat er New Day auch kommentiert. Und dann kam eben so ein Spruch von Hackel: Holger, bleib doch mal neutral oder so ein Spruch Genau, das war mittendrin. unterhaltsam, ja. Das war einfach putzig. Also ich weiß nicht, ob ihr für die alten Leute unter euch, wenn ihr den Royal Rumble 1992 geguckt habt mit Joe Williams und Uli Fesseler, hört mal rein. So ähnlich moderierten die beiden auch. So. Oder früher bei WWE waren es Jesse Ventura und Gorilla Monsoon, die so sich die Bälle zugespielt haben. Das geht so in die Richtung und das finde ich extrem unterhaltend und so wird auch ein eher durchschnittliches Match für mich zumindest interessant. Viele wird es vielleicht genervt haben, das war nur so ein rein persönlicher Eindruck. Also Oh das. nein, es war schon recht unterhaltsam und man merkt eben, wie du schon gesagt hast, dass die unglaublich gut zusammenarbeiten können. Und ich meine, so sollte das ja auch sein unter Kommentatoren. Und deswegen ist dieser Kontrast, finde ich, wenn man sich diese Teams abwechseln, eben doch relativ groß. So sollte es sein. Das lassen wir genau so stehen und dabei kann sich der geneigte Zuschauer denken oder Zuhörer denken, was er mag. Weiter geht's. Unsere Diven kamen zu Wort. Paige, Charlotte und Becky Lynch haben sich Backstage unterhalten und Paige hat sich unglaublich gefreut, dass jetzt die NXT-Damen ins Main-Roster gerutscht sind. Revolution, hurra, es lebe die Revolution und Stephanie McMahon hat dann auch die Beförderung offiziell kundgetan. Ja, in Ordnung. Also, wenn man das Revolution nennen will, wir werden ja sehen, was passiert. Charles hat auch gesagt, egal was wir machen, wir werden es mit einem gewissen Flair tun. Gab ein bisschen Publikumsreaktion. Und damit war dann auch klar, heute werden wir noch ein Triple Threat Match der Diven sehen. Unklar war, wer antreten würde. Dazu aber später mehr. Nexus, irgendwas zu diesem Segment? Keinen relevanten Kommentar. Nö, nö. Zwar, nee, mach weiter. Ich mach weiter. Ja, das nächste Match. Hier waren einige sehr gespannt, ich auch. Erstmal, wie es sein würde. Und zweitens, mir war klar, dass irgendjemand eingreifen würde. Wer es denn sein würde? Nämlich Bray Wyatt und Roman Reigns traten gegeneinander an. Das Match wurde im Vorfeld relativ intensiv aufgebaut. Über die Qualität des Aufbaus wurde viel diskutiert, auch strittig diskutiert. Ich persönlich fand ihn okay. War jetzt nicht überragend, aber es war professionell gemacht, es war ordentlich gemacht und das kann man genauso aufbauen, meines Erachtens. Viele Aufbauen oder Aufbauten reißen mich mehr mit, deutlich mehr reißen mich weniger mit, das war okay. Das Match ging 22 Minuten. Bray Wyatt hat letzten Endes, das ist für manche vielleicht schon überraschend, für mich auch ein kleines Stück, gegen Roman Reigns gewonnen, nach dem Sister Abigail, aber natürlich nicht wirklich clean. Denn ein mysteriöser Mann, zuerst maskiert mit so einem Kapuzenpullover, griff gegen Ende ein und hat Roman Reigns angegriffen. Ich dachte zuerst, als ich den Bart nicht gesehen habe, den habe ich jetzt in der Wiederholung gesehen, von der Körperhaltung sah es ein kleines bisschen aus, sogar wie Dean Ambrose. Das wäre natürlich der Hammer gewesen. Aber es war Luke Harper.
der vorher völlig in der Luft hing und von dem man auch nichts mehr gesehen hat. Das Beste, was ihm jetzt passieren konnte, in der Das Tat, ja. Beste, was ihm hätte passieren können, auch wenn nach der Siegerpose im Ring ein Platz noch frei war. Eric Rowan ist ja noch verletzt, aber Genau. es war eben Wyatt Family, wie man sie eben noch von früher kannte. Das Match. Also es fing für mich einfach zu lahm an. Es hatte einige Längen. Reigns war viel zu oft außerhalb des Rings. Wyatt war zu oft außerhalb des Rings. Intensiv war es, finde ich, immer. Aber der Fluss war nicht so richtig da. Die Reaktionen für Reigns waren wieder eher mau. Entweder er hat wenig bekommen oder er wurde teilweise auch ausgebuht. Jubel gab es auch, aber finde ich weniger als die anderen beiden Reaktionen, die ich gerade beschrieben habe. Gegen Ende wurde das Match, finde ich, aber gut bis richtig gut. Nicht überragend, aber es wurde besser. Und deswegen landet das Ganze bei mir auch irgendwo zwischen 3 und 3 ein Viertel, vielleicht 3,5. Kann man in dem Bereich schon geben. Die Wyatt Family ist wieder zusammen. Reigns hat verloren. Man muss gucken, wie es mit den beiden weitergeht. Rückblickend fand ich's gut. Fand ich's okay. Okay. Okay bis gut. Genau, also ich bin da eigentlich ganz auf deiner Seite. Also mir hat es anfänglich auch nicht so gefallen. Ich fand, es war sehr langsam, sehr viel Holds, sehr, wirklich sehr langsam geführt eben. Und Bray Wyatt, ich fand die Fehde allgemein recht langweilig, recht eintönig. Ich finde, Bray Wyatt hat einfach an Substanz verloren. Seine Promos sind inhaltsleer. Also man hat eben nicht mehr dieses gespannte Gefühl, wie vielleicht noch vor einem Jahr, wo er auch dann, oder noch vor 1,5 Jahren, wo er dann wirklich neu kam als neuer Charakter. Ich finde, da hatte er einfach mehr Aussagekraft, mehr, ja auch bessere Fäden einfach, um sich zu präsentieren. Jetzt ist er einfach ein solider Mid-Carder, der nicht fehlen darf, aber eben auch nicht irgendwie heraussticht. In Anbetracht dessen, dass er letztes Jahr, nee, wann hat er gegen Undertaker gekämpft? Das weiß ich schon gar Dieses nicht Jahr mehr. bei Mania. Dieses Jahr, guck mal, dieses Jahr, dann war das ja dieses Jahr, da wo er eigentlich noch so hoch, so over war und so oben on the top quasi. Und jetzt finde ich, hängt er wieder ein bisschen in der Luft und ich glaube, die Fehde gegen Roman Reigns hat ihm da oder tut ihm da auch nicht gut. Auf jeden Fall das Match an sich anfänglich lahm, wurde gegen Ende besser, einige nette Nearfalls. Trotzdem, wenn man so anguckt, jetzt die ersten drei Matches, die haben jetzt meiner Meinung nach nicht dazu beigetragen, dass die Stimmung gut wird. Also ich finde, man hätte da durchaus irgendwie variieren müssen. Genau, aber du hast recht, gegen Ende wurde es besser. Es war ein gutes Match für WWE-Verhältnisse. Also Wyatt ist irgendwie, also grundsätzlich stimme ich dir da auch vollkommen zu, was du gesagt hast. Ich finde sein Werdegang in der WWE irgendwie interessant, ist das Adjektiv, das hier alles und nichts beschreibt. Er kam rein wie eine Bombe, als Bray Wyatt, wohlgemerkt nicht als Husky Harris, und wurde verdammt stark dargestellt. Höhepunkt war für mich immer noch der Sieg gegen Daniel Bryan beim Royal Rumble 2014. Hätte ich nie mitgerechnet seinerzeit. Dann die John Cena-Fehde hat ihn ziemlich vernichtet ein Stück weit, wurde dann sukzessive wieder aufgebaut. Höhepunkt war dann die Fehde gegen Dean Ambrose um die Jahreswende 2014-2015, die er für sich entschieden hat, mehr oder weniger deutlich, wurde danach verdammt stark gemacht, nur um gegen den Taker verfrühstückt zu werden und war dann lange Zeit aus den Shows irgendwie weg, ist auch jetzt nicht wirklich häufig in Erscheinung getreten. Aber jetzt hat er wieder gewonnen und er war auch sowohl im Match gegen den Taker als auch hier fand ich ihn richtig gut, sowohl was Mimik und Selling angeht, als auch was die Matchführung angeht. Ich fand Reigns und Wyatt waren in diesem Match beide stark oder gut, aber Wyatt war der, der das Match, finde ich, getragen hat und zwar in jeder Sekunde. Also Wyatt hat das Match nachher zu einem guten Match gemacht und deswegen finde ich ihn jetzt vielleicht ein Stück weit wieder interessanter als vorher. Gut, er hat das Match zwar jetzt nicht clean gewonnen, aber er hat es immerhin gewonnen. Ich weiß jetzt nur nicht, was man als nächstes mit ihm vorhaben Ja, sollte. das ist das Problem. Ich meine, er kann ja so gut auch ein Match führen, wie er will, aber das Booking, das ist einfach wieder so typisch. Deswegen würde ich es nicht als interessant beschreiben, sondern einfach als typisch. Dieses Auf und Ab, dieses jetzt für den Moment brauchen wir ihn und dann lassen wir ihn fallen, weil wir jetzt gerade nicht wissen, was wir machen. Deswegen verliert er einfach erstmal. Und das ist so typisch und das ist so unglaublich dumm und scheiße. Ich kann es nicht glauben. Aber in der Tat,
Ich frage mich jetzt wirklich, nicht nur bei Wyatt, sondern auch bei Reigns. Was will man denn Ja. mit den beiden jetzt machen? Die Fehde kann unmöglich weitergehen. Also, natürlich, sie kann natürlich weitergehen. Ja. Möglich ist alles bei der WWE. Ich will es nicht hoffen, aber je länger ich drüber nachdenke, vielleicht geht sie tatsächlich weiter, wegen Eingriff und so. Aber Ja. gute Frage, was sie mit Reigns machen. Also, der hängt ja komplett in der Luft, seit er da vom Publikum dermaßen abgelehnt wurde, was ich durchaus verstehen kann. Also, Und ich habe keine Ahnung. vor allen Dingen, es reicht ja, also das wird jetzt nicht abwertend klingen, aber im Vergleich oder in Bezug auf das fünfte Match des Abends, wo wir nachher noch zukommen, es reichte ja ein stinknormaler Finisher, um ihn zu plätten. Das ist ja in anderen Match, in anderen Konstellationen, da brauchst du ja mindestens fünf Attitude Adjustments, um jemanden platt zu machen. Aber hier hat ja einer gereicht, also ein wirklich super Superstar. Stellt man auch vielleicht ein bisschen so, dass er wenigstens aus dem ersten rauskicken könnte oder sowas in der Art. Also auch Reigns Darstellung ist derzeit nicht so Chosen One-mäßig. Ja, gerade auch in Anbetracht dessen, dass er bei gegen Brock Lesnar, sage ich mal, noch aus etlichen F5s rausgekickt ist. Genau. Ne? Also das ist halt einfach, das widerspricht sich und das wird keine klare Linie, weil selten war das bei einem Charakter, bei einem Wrestler irgendeine gerade Linie gefahren wird, weil sie einfach nicht kontinuierlich kein Programm haben. Sie denken sich was aus, sie denken von WrestleMania bis zum SummerSlam, immer bis zu den großen Pay-Per-Views und da dazwischen manchmal, also zumindest nicht bei allen, aber bei den meisten ist da nichts los. Das ist, ja. In der Tat, lassen wir uns überraschen, wie es mit beiden weitergeht. Im Zweifel Aber wird. ich könnte höchstens vermuten, dass da tatsächlich noch für den Sommer dann eben ein Programm, also jetzt mit Wyatt gegen Sting gestartet wird. Oder dass Sting vielleicht sogar irgendwie mit Roman Reigns eine Allianz bilden wird, was seltsam wäre, aber im Bereich des Möglichen. Ne? Und dann das Schlimme, also ich kann mir schon vorstellen, dass Sting da irgendwie eine Rolle bekommen wird, gerade gegen Bray Wyatt. Und da wissen wir, wie das ausgeht. Da würde sich wahrscheinlich Sting wieder den Sieg holen. Und es hätte wieder keiner davon irgendwas mitnehmen Ja, können. und da, so erklärt sich auch, warum Wyatt dieses Match hier gewonnen hat, mal wieder, damit er für einen anderen großen Gegner den Job machen kann. Genau, für einen Denn, Teilzeit-Wrestler höchstwahrscheinlich. genau, denn Sting wird bei Mania auch antreten, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, oder es ist absolut möglich, dass er bei Mania antritt, dann muss er beim SummerSlam, muss er gewinnen. Denn bei Mania wird er bestimmt wieder verlieren. Ja, vermutlich. Denn in der Tat, Sting wird beim SummerSlam irgendwie auftauchen. Das ist ja mehr oder weniger offiziell. Der Aber es Take. ist doch eigentlich ganz simpel. Na? Man nimmt eine Legende oder einen Teilzeit-Wrestler, stellt ihn gegen ein Talent aus dem Roster und dann baut man eine gute Fehde auf, sodass am Ende, man kann ja auch mehrere Match-Reihen machen, aber dass am Ende das Talent, was dauerhaft im Ring steht und für Jahre auch noch wahrscheinlich antreten soll, da gestärkt hervorgeht. Das ist doch eigentlich ganz simpel. Und Ja, warum? vielleicht steht das ja am Ende des Tages sogar. Dann macht man eben das karrierebedrohende Match zwischen Wyatt und Sting bei WrestleMania. Ja, aber das hat doch schon gegen John Cena auch nicht geklappt. John Cena, der braucht nicht mehr irgendwelche Siege und so. Und man hat Wyatt immer im entscheidenden Moment fallen gelassen. Und das finde ich fatal. Und deswegen kann ich, finde ich, hat er auch deswegen diese Substanz verloren. Dieses Besondere, dieses Mysteriöse eben, was er da zu Beginn wirklich ihn sehr, also hat mich sehr fasziniert und hat mich tatsächlich auch wieder dazu gebracht, WWE zu gucken. Weil das ein sehr interessanter Charakter war. Aber jetzt, nee. Also ich stimme dir hundertprozentig zu, dass Bray Wyatt in seiner potenziellen Rolle als etwas ganz Besonderes für die WWE eigentlich seit der Fehde gegen Cena durch ist. Ja, Das eben. wird sich auch nicht mehr wiederholen, weil einmalige Sachen kannst du nicht wiederholen. Du kannst auch kein Ende einer Streak durch ein Rematch beenden, aber da will ich jetzt nicht vorgreifen. Aber was man mit Wyatt machen kann, man kann ihn als ernstzunehmenden Upper-Kader versuchen wieder darzustellen. Man wird ihn nie wieder als das Besondere darstellen, was er bis zur Cena-Fehde war. Da bin ich vollkommen bei dir. Das ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. Ja, Wenn ich richtig. sage, man kann aus Wyatt noch was machen, dann rede ich nur noch davon, dass er ein ordentlicher Upper-Kader wird. Viel mehr wird aus Wyatt nicht mehr herauszuholen sein. Danke, John Cena. Wir werden über John Cena nachher nochmal sprechen. Auch Ja, sehr warum, gerne, sehr warum gerne. er doch unbedingt offensichtlich immer noch wichtige Siege zu brauchen scheint. Aber vorher kommen wir zu einem weiteren Interview. Wieder geht es um die Damen. Wieder geht es um Tamina, Sasha Banks und Naomi. Ja, was
was soll man dazu sagen? Coco fragte, ist denn jetzt das Trio BAD auch bereit? Ja, und wie wir bereit sind, Zickereien gibt es auch nicht. Wir wissen auch schon, wer antritt. Und Sascha Banks ist übrigens der Boss und sagt uns auch nochmal, warum. Okay, ein Segment, wie es sein muss. Der Mehrwert sei jedem selbst überlassen. Wenn du nichts hinzuzufügen hast, würde ich zum Dann nächsten gehen Match wir zum kommen. Match, Gehen genau. wir zum nächsten Match. Das war nämlich das besagte Triple Threat Match. Gut. Nein, das ist falsch. Die blöde Nachricht, dass sich Ryback verletzt hat, hat eben zur Folge, dass das Match um die IC Championship ersatzlos wegfiel und nur in einem blöden Segment mit Big Show nachher noch rudimentär überblieb. Auf jeden Fall musste ein weiteres Match auf die Karte und das kam jetzt. Und dieses Match war sozusagen der Lückenfüller für die IC Championship, das Triple Threat Match. Glücklicherweise, G sage ich. glücklicherweise, ich wollte Ja. es ja so nicht sagen, so gut, dass sich Ryback verletzt hat, sowas sagt man nicht. Und das ist auch fies und deswegen habe ich es auch versucht zu umschreiben, aber das Match war bestimmt besser. Hypothetisch gesagt, war vielleicht doch besser als das, was man sonst erwartet hätte. Denn die Stables, die neuen Revolution Stables, will ich sie mal nennen, haben ihre Chosen Ones in den Ring geschickt. Das waren Charlotte, das waren Brie Bella und Gott sei Dank Sascha Banks. Die drei Mädels haben in fast 12 Minuten ein Triple Threat Match auf die Beine gestellt, in dem meines Erachtens zwar beileibe noch lange nicht alles Gold war, was glänzte, aber es glänzte einiges. Das war für Divenverhältnisse der WWE, Main-Roster-Verhältnisse, ein richtig gutes Match. Paar Botches waren da. Auch Brie Bella war mit dabei. Keine ist wirklich abgefallen, wenngleich ich schon fand, dass Banks und Charlotte die beiden stärksten im Ring waren. Immer wenn die beiden alleine im Ring waren, wurde es richtig gut. Und ich hatte das Gefühl auch, dass es bewusst hervorgehoben wurde. Ich hatte das Gefühl, dass Brie Bella einige Pausen genommen hat oder bewusst nehmen musste, dass da der Fokus tatsächlich auf Banks und Charlotte lag. Charlotte, genau, oder Ja, Charlotte, ja, richtig. Genau. Chantalle, oder? Gruß an Black Ja. Dragon an dieser Stelle. Nein, aber du hast schon recht. Es wirkte teilweise so, als ob entweder Brie sich die Pausen nehmen musste oder dass sie sich nehmen sollte, um eben die beiden NXT-Mädels entsprechend alleine im Ring zu präsentieren. Und in dieser Zeit war aus meiner Sicht das Match auch immer am stärksten. Die Crowd war, fand ich komisch in diesem Match. Die war stellenweise richtig, richtig drin. Und stellenweise, gerade bei den Aktionen, wo sie hätte durchdrehen sollen, war sie richtig ruhig. Und ich kann sie aber auch nicht übel nehmen, denn diese eine Aktion, wo eigentlich wohl richtig hätte Alarm kommen sollen, wo nachher alle Neune nach irgendwelchen Rumgehüpfe-Aktionen außerhalb des Matches am Boden lagen, das ist eigentlich ein Moment, wo die Crowd durchdrehen sollte, fand auch ich, war so ziemlich der mauste Moment des ganzen Matches. Die Crowd war auch nicht wirklich drin, aber großen und ganzen, also ich fand's gut. Also ich muss sagen, dass das tatsächlich das Match war, was mir wirklich erste Mal wirklich positiv aufgefallen ist. Jetzt im Vergleich zu den anderen Matches, die jetzt alle so solide waren, aber mich auch nicht gepackt haben. Das Match war wirklich gut. Es war bei weitem das Beste, was wir im Main Roster der Diven gesehen haben. Ne? Also ich kann mich an kein Match erinnern, was da nur ansatzweise irgendwie von Nikki Bella oder von wem auch immer da dran gekommen ist. Ich bin einfach. Ich kann Nikki Bella nicht mehr sehen. Ich kann diese, also Brie Bella eigentlich auch nicht mehr, auch wenn sie mit Daniel Bryan sichtbar trainiert hat und auch besser geworden ist. Aber Nikki Bella als Divas Champion, das geht überhaupt nicht. Also, Obwohl auch sie besser geworden ist, trotzdem ja, aber das pflichte ich dir bringt nichts bei. bei ihr. Das bringt nichts bei ihr. Nein, Wirklich, das. also da bin ich, ich hoffe einfach, dass sie bald, so bald wie möglich den Titel verliert. Aber wie gesagt, das Match war klasse. Ich war sehr positiv überrascht. Und habe mich auch gefreut, dass da eben phasenweise eben die NXT-Diven Zeit bekommen haben, sich zu präsentieren. Auf dem Move dann eben, wo sie dann jeweils alle nach draußen gesprungen sind mit dem Splash oder mit dem Plunger. Das war wirklich, das gefiel mir sehr gut. Das war echt unterhaltsam, auch wenn die Crowd, wie du sagst, zwischendurch eben überhaupt nicht mehr drin war. Aber es hat mich jetzt nicht sonderlich gestört. Ich fand auch, dass die genügend Zeit bekommen haben, sich zu präsentieren. Und es war ein sehr gutes Match-Telling. Ich bin auch ein großer Fan von Sascha Banks. Ich finde sie einfach großartig. Und die haben sich wirklich toll präsentiert. Also Daumen hoch, sage ich mal. Ja, denke ich auch. Also Sascha Banks, NXT gucke ich ja nur sehr, sehr sporadisch. Ja, Ich traurig, mein Lieber, traurig. ja, ich weiß, ich weiß. Ich finde die mega süß.
Die ist ja richtig eher klein und zierlich. Im Ring geht die richtig gut ab. Technisch versiert, zählt auch wie eine große. Das war ganz große Klasse. Über Charlotte müssen wir wrestlerisch auch nicht viel sagen. Das haut er einfach richtig gut hin. Ach ja, gewonnen hat übrigens Charlotte. Mit einem Figure 4, Figure 8. Ich weiß nicht, wie nennt sich dieser Finisher eigentlich Also die genau? Kommentatoren haben jetzt das Figure 4 Leg Lock genannt, also wie bei Ric Flair, aber ich glaube bei NXT war es dann, wurde es auch schon des Öfteren anders bezeichnet. Ja, ich glaube auch, es ist der, bei NXT sagen sie meistens Figure 8, weil sie ja noch diese komische Diese Brücke Brücke, da oder? schlägt. Genau. Und bei MaxDome sagen sie noch Figure 4 in Anlehnung an Ric Flair. Wir werden das rauskriegen. Du kannst aber bei Wikipedia gucken. Ich moderiere Ja, sonst ich mal schau gerade mal. elegant über zum nächsten Match. Genau, es Denn, wird eigentlich Figure 8 genannt. genau. Das ist eigentlich die normale Bezeichnung ihres Moves. Finde ich auch gut, dass sie den Finisher von ihrem Vater quasi nicht 1-1 übernimmt, sondern da irgendwie eine kleine Nuance ransetzt. Das ist Was auch okay. sehr, sehr gut aussieht, finde ich. Also es wirkt dann deutlich schmerzhafter noch. So, kommen wir zu einem Punkt, an dem sich, da bin ich mir sicher, sehr viel Gesprächsstoff nicht nur zwischen uns beiden ergeben wird, wobei inwiefern da für uns so viel Gesprächsstoff ist, weiß ich gar nicht, weil wir uns bestimmt einig sein werden in diesem Punkt. Ich bin sehr wütend, das kann ich dir schon mal sagen. Die United States Championship stand auf dem Programm. Hype-Video im Vorfeld, tausendmal schon gesehen, müssen wir nicht viel zu sagen. Dann ging es los. Zuerst kam der Herausforderer Kevin Owens unter gemischten Reaktionen, dann kam John Cena unter genauso gemischten Reaktionen und dann kam das Match. 22 Minuten 15 Sekunden ging es. Ich sage es vorweg, es war gut. Es war richtig gut. Es war aus meiner Sicht von der Art und Weise, wie es auf die Matte gebracht wurde, vielleicht sogar das stärkste der drei Matches. Es gab kaum Botches. Es passte eigentlich jeder Move. Super ausgeführt, auch Cena. Er wirkt manchmal steif, da gebe ich Jens auch vollkommen recht. Ich habe hier auch wenig Fehler von ihm gesehen diesmal. Was man aber nicht leugnen kann, ist, dass diese drei jetzt zum dritten Mal in einem Pay-Per-View aufeinander getroffen sind. Alle Matches, auch die beiden vorangegangenen, waren verdammt stark. So auch dieses. Und es ist eben schwer, ein Match, das man jetzt zum dritten Mal sieht, so zu bringen, dass es die anderen beiden überragenden oder sehr guten Vorgängermatches noch toppen kann. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, inwiefern das hier dann jetzt auch noch der Fall war. Ich war bei diesem dritten Match, nein, ich war nicht gelangweilt. Es war super, aber es hat mich nicht so mitgerissen wie das erste und das zweite Match. Zumindest nicht bis zum Finish. Denn man hat das alles gesehen. Man hat die Moves schon gesehen. Sie waren großartig einstudiert, großartig ausgeführt, alles gut. Aber es war eben schon zweimal da. So. So viel zur Matchqualität. Was für mich überhaupt nicht geht, ist die Tatsache, dass Owens überhaupt verloren hat. Ich sage vorweg, nee, ich mach's kurz und dann sagst du und dann sag ich wieder, weil du wirst schon am Brennen sein. Dass Ja. Owens überhaupt verloren hat, ist, finde ich, schon höchst streitbar. Wenn überhaupt, vielleicht ist sogar nicht mal das streitbar. Aber dass er im STF aufgegeben hat. Nochmal, Kevin Owens hat aufgegeben gegen John Cena. Er hat getappt. Das ist Das. unglaublich. Ich komme da nicht drüber hinweg, ne? Bitte, jetzt bist du dran. Ja, danke. Ich habe mich jetzt abgewürgt, aber wirklich, es hat mich unglaublich wütend gemacht, als ich dieses Finish gesehen habe, weil ich würde tatsächlich auch noch den Terminus grandios verwenden, weil mir gefiel das Match wirklich sehr gut. Also ich war auch tatsächlich sehr mitgerissen. Die ganzen Near Falls, die waren super umgesetzt und ich war sehr unterhalten. Ne, wie nennt man das? Egal. Ich war auf jeden Fall, Entertained. genau, entertained, danke. Sports Entertained. Genau, Sports Entertainment, richtig, genau. Kevin Owens, der Sports Entertainer. Genau, ich bin ein ganz großer Fan von ihm und er hat ein unglaublich tolles Matchverständnis. Also ich habe mir ein paar Moves notiert, die beeindruckend waren. Ich finde zum Beispiel den Somersault, den er zeigen wollte, der zwar von Cena gekontert wurde, aber er hat eigentlich einfach eine unglaubliche Moves-Ausführung, also ganz beeindruckend. Aber ich meine, das wissen die meisten, die ihn ja auch schon vor der WWE kennenlernen durften. Also das Match zu Match auf jeden Fall gefiel mir wirklich gut. Ich fieberte am Ende mit, aber als dann dieses Finish kam, in diesem STF, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Da gibt
muss Owens tatsächlich einfach aufgeben. Ich kann es immer noch, wirklich immer noch nicht fassen. Das sind ja ein paar Stunden her. Und ich hätte am liebsten einfach meinen Fernseher genommen und erstmal ausgemacht und irgendwie beiseite geschoben. Mir diesen Scheiß konnte ich mir nicht mehr angucken. Diesen egozentrischen. Ich will jetzt mich gediegen ausdrücken, aber solche eine Arroganz, die John Cena damit an den Tag legt, das ist unglaublich. Also, dass er da nicht die. Dass er gerade nach bei seinem Status, dass er da kein Wörtchen mitzureden hat und auch jetzt in den vorherigen Wochen immer davon geredet hat, dass Kevin Owens in diese Company gehören würde, dass er in diesen Ring gehören würde, das worauf er auch die Fehde aufgebaut wurde. Und dann sich hier einfach mit diesem Drecksmove, den er da ausführt, und mich stört dieser Move an sich selbst nicht. Es gibt durchaus Wrestler, die den wunderbar ausführen können. Aber John Cena kann diesen Move nicht ausführen. Bei ihm sieht das unrealistisch aus. Der klappt das Bein um, der legt die Arme um den Kopf. Einfach unglaublich. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich verstehe es nicht. Und wenn wir uns mal angucken in der Vergangenheit, es ist immer das gleiche Spiel. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass John Cena ein guter Wrestler in dem Sinne ist, dass er anderen Talenten hilft, overzukommen. Was hat er mit Rusev WrestleMania 31 war das gemacht? Ne, er hat ihn verlieren lassen. Ne? Auch ne, dies da hatte glaube ich via Pin da AA verloren. Dann mit Ray Wyatt hatten wir gerade schon angesprochen, auch verloren. In den wichtigen Matches scheint sich John Cena nicht hinlegen zu wollen. Das ist für mich unverständlich. Wir sind ja nicht mehr im Jahre 2003 oder 2004, wo er die Siege braucht, wo er als Charakter etabliert wird. Wir haben 2015. Das ist unglaublich. Und das Schlimme ist, genau, noch das Schlimme ist, dass Owens das auch noch wunderbar gesellt hat. Das war ja das Dramatische. Man hat ihm das abgekauft noch, dass dieser schlecht ausgeführte Move ihm tatsächlich auch noch geschadet hat. Das ist unglaublich. Ja, es tut mir leid. Es war. Nee, ich habe ja nicht aus Spaß vorhin ausdrücklich mit drastischer Stimme betont, dass Kevin Owens aufgeben musste. Ich musste so schmunzeln, als du sagtest, ja, John Cena hat noch groß gesagt, dass Kevin Owens in diese Liga gehört und so weiter. Eigentlich hätte man das schon als Teaser auf den Matchausgang sehen müssen, denn die WWE ist voll von John Cena-Leichen, die er beerdigt hat. Ja, Und wenn richtig. Owens da reingehört, dann Wunderschön. heißt das doch, dass er dieses Match in demütigender Weise verlieren musste. Und wir hätten reich werden können, indem wir viel Geld auf John Cena gesetzt haben. Er hat es uns vorher schon gesagt. Wir waren eigentlich gespoilert, haben es Ja. nur nicht interpretieren Verdammt. wollen. Genau. Wie? Skandalös. Und John Cena hat doch auch irgendwann mal vor ein paar Monaten gesagt, dass er gut findet, dass ganz viele neue Talente kommen. Ich glaube, letztes Jahr, als Daniel Bryan so over war, aber dass die Talente erstmal an ihm vorbeikommen müssen. Ne? Und Genau. natürlich kann keine neuen Talente overkommen, wenn an ihm keiner vorbeikommt, weil er immer sich diese Drecksiege sichern möchte. Richtig. Das ist So einfach sieht's ein aus. Damit hat John Cena arrogantes Arschloch, kann ich nicht anders sagen. sehr deutlich gemacht, wo die Zukunft weiter hingeht. Und was mich jetzt mal sehr interessieren würde, wir haben eben gerade die Personalie Bray Wyatt angesprochen, der seit der Fehde mit John Cena, sagen wir es ehrlich, legendenmäßig nicht mehr auf die Beine gekommen ist und auch nicht mehr auf die Beine kommen wird. Bray Wyatt ist, was das Spezielle angeht, erledigt. Das ist Fakt. Da sind wir uns auch, so wie ich es erinnere, waren wir uns auch relativ einig. Definitiv, ja. Ein Kevin Owens wird das mit der Art und Weise, wie er auftritt, als Street Fighter wegstecken können. Das wird ihn jetzt nicht die Karriere kosten. Aber wie soll es denn jetzt bitte mit ihm weitergehen? Es wird doch nicht beim SummerSlam jetzt das vierte Match geben. Das wird so deutlich ankommentiert von den Kommentatoren, dass das jetzt das Rubber-Match ist. Was soll denn mit Owens jetzt passieren? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich kann mir nicht anderes vorstellen, dass sie tatsächlich beim SummerSlam nochmal aufeinandertreffen werden. Kannst du dir Also nichts vorstellen oder nichts anderes vorstellen? nichts anderes vorstellen, weil ich meine, wie soll es sonst weitergehen? Ich meine, Kevin Owens wurde unglaublich gut eingebracht in diese Liga und in eine Position gebracht, die ihn wirklich schon in hohe Card-Position befördert. Und wenn er jetzt einfach nach diesem Sieg. Der wäre einfach wieder kommen, der wäre einfach in der Midcard. Der wäre auf dem Level irgendwie von Bray Wyatt und könnte da irgendwelche Fäden dann
mit ihm austragen, aber das ist doch unglaublich. Also was will er mit, was wollen wir mit ihm machen? Ja, aber wie willst du denn so ein Match wieder aufbauen? Mit welcher Ich habe keine Legitimation? Ahnung. Das ist ja das Problem, dass John Cena wahrscheinlich gesagt hat, ich will diesen Sieg jetzt nochmal zum zweiten Mal in Folge. Den anderen Sieg, okay, das hätte man wirklich dann auch noch als Fehdenfortführung finde ich das akzeptabel und fand den Sieg dann auch nicht so schlimm. Gerade auch im Anbetracht, was dann nach dem Match passiert ist. Sehe ich auch so, ja. Aber jetzt, worauf will man aufbauen? Ich meine, wie willst du denn bei einem Stand einer Matchserie von 1 zu 1 in einem Match, wo der Gegner aufgibt, clean, ohne Eingriff, ohne irgendwas, da ist auch Kevin Owens vorher nicht unglücklich gestolpert oder hat Sand in die Augen gekriegt oder irgendwas. Er hat ausgetappt. Es gibt, wenn ich jetzt John Cena wäre oder wenn ich, egal wer ich wäre, wenn der jetzt ankommt und sagt, ich möchte noch ein viertes Match, da lacht sich doch jeder schief und krumm. Da würde auch gar kein Argument mehr ziehen. So nach dem Motto, John Cena hat da nicht richtig gespielt oder nicht mit richtigen Karten gespielt. Da würde gar keine Nee. Argumentation mehr funktionieren. Das geht nicht. Und das Schlimme, das Einzige, was jetzt gehen könnte, wäre, dass Owens quasi bettelnd angekrochen kommt, noch ein Match zu haben. Und dann von Cenas Gnaden bekommt er es vielleicht sogar. Ja, Das das wäre sind doch das schon schlimmste Vorzeichen, Szenario. wo du kotzen kannst im Quadrat. Selbst wenn Owens gewinnt, es wäre doch nichts wert. Es wäre dann so, ja, ich hab's noch mal gemacht, aber ich hatte an dem Tag auch keinen Bock mehr, könnte Cena Genau, sagen. ja. Das Ding ist tot. Das Das ist war das tot. entscheidende Match. Er hätte sich diesen Titel sichern müssen, damit dieser Titel auch konstant auch einen hohen Wert besitzen würde. Wenn dieser Titel jetzt gewechselt hätte, hätte er mit diesem Titel mindestens noch ein halbes Jahr hochkarätige Fäden bestreiten können gegen Cesaro, gegen was weiß ich. Er hätte dann hätte eben Owens die Funktion von John Cena übernommen, der ja durchaus den Titel auch, sage ich mal, einen gewissen Wert verliehen hat. Auch eben gerade, dass er eben so ein Fighting Champion war. Und wäre jetzt eben hier bei Battleground, hätte da der Titel gewechselt, dann hätte man das wunderbar, hätte man Owens wunderbar integriert und auch dauerhaft manifestieren können als Upper Kader. Und jetzt steht man da wirklich am Knackpunkt. Das kann schlimm ausgehen. Genau. Also ich versuche jetzt mal, jetzt haben wir ja gerade mal unserem Smarkfrust freien Lauf gelassen. Und ich bin mir sicher, die Leute, die hier den Podcast hören, das sind ja immer auch ein paar, die genauso smarkig und nerdig drauf sind wie unser eins, die werden das ähnlich, oder viele werden das vielleicht ähnlich sehen wie wir beide. Ein paar John Cena Diehard-Fans werden es anders sehen. Aber wenn ich jetzt mal aus der Marktperspektive argumentieren würde, um jetzt ein bisschen versöhnlichere Töne zum Abschluss zu finden, ich weiß, es wird eher ein untauglicher Versuch sein, aber ich kann es ja mal versuchen. Ja, aber die Leute, die das anders sehen, können uns ja auch gerne im Board kontaktieren. Also wir lassen uns ja auch gerne auf Diskussionen ein. Das ist ja auch gerade, was das Wrestling so spannend macht, ne? Also, Genau. wer Lust hat, wir sind da. Jederzeit. Nur, wenn ich es jetzt versuche, positiv mal zu sehen. Man muss offensichtlich, das ist wohl das Zeichen, dass man uns hier senden möchte, denn Kevin Owens ist ja immerhin aus dem Super Attitude Adjustment ausgekickt, was der dritte, glaube ich, Attitude Adjustment des Abends war, der Super Attitude Adjustment vom obersten Das Seil. ist ja Der auch der letzte, lächerlichste Move, den es gibt. ja, Das der ist wirkte so, wenn Owens da gut aufkommt, er kam ja gut auf, dann ist das ja fast schon, Erholung ist das falsche Wort, aber er tut dann ja nicht wirklich weh, es gibt doch, eine viel schöne schlimmere Sachen. Pause. Ja, eine schöne Pause Gut. dazwischendurch, ja. Der hat ihm ja beim letzten Pay-Per-View noch die Niederlage eingebracht. Insofern könnte man jetzt sagen, ja, aber jetzt ist er ja diesmal noch ausgekickt. Stopp, kurz bevor du durchdrehst. Natürlich, für jeden Smark ist das eine Erklärung, die vorne und hinten nicht fährt, weil es ist egal, wie oft Owens aus irgendwelchen Finisher-Moves auskickt. Wichtig ist, dass Owens am Ende des Tages das Match verloren hat. Und da kann man auch nicht drüber wegdiskutieren. Aber, und das ist die Aussage, die wohl hier gemacht werden sollte, Owens ist mehr oder weniger gleichwertig, aber John Cena ist nun einmal das große Ding der WWE immer noch und er wird es auch weiterhin bleiben. Solche Leute sollen wohl offenbar, also Leute wie Owens, sollen wohl offenbar nur stark gemacht werden für die Zeit, wenn sie dann irgendwann kommen sollte, nach John Cena. Und wenn man John Cena sich wegdenkt, dann wird auch die WWE ganz anders aussehen. Aber solange John Cena da ist, ist es offensichtlich nicht gewollt, dass irgendeiner auf Sicht ihn nicht dominiert, aber ihn im Griff hat. Das soll nicht passieren. Und wenn die Zeit vorbei ist,
dann ist Kevin Owens auf einmal ein ganz großer Typ. Vielleicht, man weiß es nicht. Bei Bray Wyatt hat es auch nicht geklappt. Aber also ich will darauf hinaus, dass man vielleicht hoffen kann, dass Owens Zeit noch kommt, so nach dem Storytelling der WWE. Aber ob das jetzt ein Trost ist, für dich nicht, für mich auch nicht. Aber das ist wenigstens ein kleines Licht, was noch brennt. Aber es ist doch auch scheiße. Das heißt ja, dass John Cena allmächtig ist. Natürlich, das ist ja auch nichts Neues. Und das ist immer auch wieder eine traurige Erkenntnis. Aber John Cena sollte einfach sein beschissenes Moveset verkaufen. Ich meine, dieser AA, das sieht doch scheiße aus. Der kann es einfach nicht. Selbst Kevin Owens hat diesen Move ja auch gegen Cena gezeigt. Der kann den tausendmal besser ausführen. Das ist unglaublich, dass er dieses Match verloren hat. Ich meine, was hat er für Moves gezeigt? Ein Top Rope Brainbuster. Der sah grandios aus. Owens ist so ein guter Wrestler. Das mit so einer Vielfalt. Und John Cena hat ihn ja begraben. Und wie du sagst, wir könnten auch die Hoffnung haben, dass er trotzdem sich hochkämpft. Aber es wird deutlich schwerer. Und ich bin sehr gespannt, ob er jetzt. Ich weiß nicht, was besser ist, aber ob er jetzt das Programm mit John Cena vorführt, aber ich glaube, das würde ihm nichts mehr bringen, wie du schon gesagt hast, das hast du richtig erkannt. Aber Also, gegen wen sollte er jetzt antreten? ja, Cesaro vielleicht. Das wären gute Matches, Aber aber da im, fehlt der Titel. ja, das ist im Niemandsland der Card. Das ist Midcard. Das muss man sich auch so vor Augen führen. Das ist Midcard. Das ist Neville. Ne? Ja. Und Und wenn wir, guck mal, wenn, oh Neville, so ein grandioser Wrestler und dann es wird so verschwendet. Es tut einfach im Herzen weh. also, wie gesagt, wir müssen in den nächsten Wochen dann natürlich abwarten, was mit Owens jetzt passiert. Und wenn Natürlich. sich einer davon erholen kann, dann Owens, eher als Wyatt. Da bin ich mir Natürlich, sicher. das stimmt. Na? Und Ja. es geht auch gar nicht darum, dass er es vielleicht nicht schaffen wird, aber es geht einfach darum, dass sich John Cena diesen Sieg gesichert hat und dass es einfach einen unnötigen Schaden verursacht hat. Richtig. Genau, und das Richtig. ist einfach mit diesem Same. Drecksmove. Same story as every year. Wie gesagt, dass Cena gewonnen hat, ist schlimm. Die Art und Weise, wie er gewonnen hat, ist erschütternd. Aber es steht jetzt in Stein gemeißelt. Und ich möchte nochmal sagen, dass es nicht tatsächlich nicht am Move liegt. Der STF, ich glaube, zu WCW-Zeiten war das noch, da Masahiro Chono, glaube ich, hat den Move häufiger gezeigt. Und da fand ich ihn deutlich besser. Es kommt wirklich tatsächlich auf die Person an, die ihn ausführt. Und John Cena kann diese Moves leider, obwohl, man muss ihm ja zugutehalten, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, er hat ja diesen Code Red gezeigt, also diesen Sunset Flip mit Ja. Powerbomb. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass er ihn vernünftig ausgeführt Der hat. sah gut aus. Ja. Genau, also das muss man ihm zugutehalten. Also das hat er tatsächlich das erste Mal gut gemacht. Und naja, aber der Rest war einfach, seine Moves sind einfach beschämt. Ja. Ein kleiner Wermutstropfen kurz in unsere Freunde Richtung Böschel und Hackel. Klar, sie bekommen auch gewisse Instruktionen, wie sie was zu machen haben. Das ist richtig. Aber sie haben mir das Match ein bisschen zu sehr Gegen gottgleich. Ja. Ende wurde es ein bisschen nervig Ja, tatsächlich. also 5 Sterne sind nicht genug, das ist klar, das kann man sagen, das ist eine gute Hype-Floskel, aber es wurde mir einfach nachher, wie du sagtest, gegen Ende zu sehr in den Himmel gepriesen und es fing aber auch schon relativ früh an, also schon nach 5 Minuten ging es dann schon los, ach, da stellt ja die anderen beiden Matches schon in den Schatten. Das war zu früh und gegen Ende wurde es nochmal deutlicher. Da hat man auch schon gesehen, wie die WWE hier, ich will nicht sagen auf Krampf, aber doch vom Ziel her oder vom Ergebnis her gedacht, das Match auch präsentieren wollte. Natürlich auch, um auch Owens entsprechend gut darstellen zu lassen, nach dem Motto, dass das Match of the Century kann man auch mal verlieren. Es war ein bisschen too much vielleicht, aber das ist immer im Auge des Betrachters. Gut. Sollen wir mal weitergehen, weil sonst. Gehen wir weiter, sonst drehst du nachher noch durch, das wollen Genau. wir nicht. Nein, um Gottes Ja, Willen. aber wir kommen vom Ring in die Traufe, zumindest Ja, es wird was. nicht besser, das ist das Problem. Zumindest was das nächste Segment angeht. Ich habe es auch nur, muss ich gestehen, ein bisschen wahrgenommen, aber was ich gesehen habe, hat mir schon gereicht. Wir sind, glaube ich, Zeuge der heldenhaften Face-Turn-Entwicklung Nummer 528.000 von Big Show geworden. Ich kann es nicht mehr sehen. Es Herrlich. geht nicht mehr. Er hat übrigens, ich habe das, was einzig, worauf ich intensiv geachtet habe, er hat Jubel gekriegt. Er hat beim Entrance Jubel gekriegt. Also ich Was sind fasse. das denn für degenerierte Leute, die zum tausendsten Mal diesem Big Show noch zujubeln? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, man muss das fressen, was einem vorgeworfen wird. Und das machen manche Leute immer sehr
sehr gerne. Also ich fasse es ganz kurz zusammen. The Miz kommt raus, Publikum soll die Klappe halten, Ryback ist ein Loser, Weichei, Big Show, wir beide sollten Showmiss wieder auferstehen lassen, wir sind doch ziemlich cool, Big Show kommt raus, haut Miss auf die Fresse, geht weg. Das war, das muss ein Face-Turn gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, wie man es sonst darstellen soll, weil dafür war die, es war auf Krampf, auf Jubel angelegt. Big Show, The Miz hat das Publikum beleidigt, er war der Rotzlöffel, der er immer ist, arroganter Schnösel, selbstverliebtes Arschloch, was er eben auch darstellen soll. Morgen steckt er wieder im Arsch von Triple H, das ist immer so. Das Wer? Ist unglaublich. Big Show mit seinem Heel-Turn. Dann in der nächsten Woche wird er wieder irgendwelche Heel-Rolle einnehmen. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, aber jetzt haben wir erstmal Face Big Show und ich jubel ihm jetzt immer zu, wenn er kommt, weil er hat den blöden The Miz eine reingehauen. Toll! Ja, der soll einfach in Rente gehen, der Typ. Wie alt ist er? 43? Ich habe keine Ahnung. 44? Ich meine, Big Show, glaub, so in dem Alter müsste älter. Er... Nee, der ist noch nicht so alt. 43, 44 höchstens. Ja, du bist gut, 43 tatsächlich. Ja. Der sieht immer so alt aus, aber er ist noch gar nicht so. Ja, der steht halt seit gefühlten Ewigkeiten im Ring. Genau, richtig. Ja, also ich höre mir immer die Reviews von Brian und Vinny an und Craig, da WCW, Nitro, und da bumst er auch schon rum. Das ist unglaublich. Er bumst da auch schon rum? Ja, eine Floskel, die ich sehr gerne verwende, ja. Da musste ich letztens auch schmunzeln, ich wusste das gar nicht, genau. kurz nebenbei. Da war auch vor 2 oder 3 Wochen eine Folge, wo ehemals Earthquake, dann als bei WCW als Shark, Furore machender Tenta, hieß er, glaube ich, mit bürgerlichem Namen, der gute Earthquake, genau, der tatsächlich eine Promo gehalten hat, wo er sagt, ja, ich bin kein Fisch oder so ähnlich. Ich bin ein menschliches Wesen und ich hab so gelacht. Aber so viel dazu. Wir wissen, Big Show. Aber Big Show war damals schon da, in der Tat, der Giant, und Earthquake ist kein Fisch. Gut. Damit wissen wir also, dass Big Show jetzt wieder der Riese der Herzen ist und wir kommen zum Main Event. Ja, hätte man sich nicht spoilern lassen. Ein Fluch auf Newsseiten wie uns. Gut, die meisten von euch werden es auch gewusst haben. Natürlich haben wir es auch alle. Gewusst hat es keiner, aber trotzdem hat es doch jeder gewusst, weil es wurde bis zum Ende nicht offiziell bestätigt. Ich habe mir den letzten Podcast nochmal angeguckt von Meltzer und Alvarez. Meltzer hat es bis zum letzten nicht bestätigt. Er hat gesagt, es könnte sein, aber es ist definitiv nicht klar. Eigentlich war das für alles passieren. So genau, eigentlich war das für mich ein Indiz dafür, dass der Taker nicht eingreifen würde. Chronologisch. Das World Heavyweight Championship Match stand an zwischen Seth Rollins und besagtem Brock Lesnar. Es war ein Match nur im entferntesten Sinne. Letzten Endes ging es darum, wie oft kann Seth Rollins so halbwegs wieder ins Match zurückkommen, wie oft wird er flüchten und wie viel Germans wird Brock Lesnar zeigen. Das war im Vorfeld von allen erwartet und es ist genau so gekommen. Das Publikum war stellenweise richtig ruhig und es lag nicht daran, dass sie irgendwie das Match total nicht interessiert hatte, sondern jeder wusste, dass irgendwas passieren würde. Und jeder hat irgendwie auf dieses Etwas gewartet. Es war vieles möglich. Es hätte sein können, dass Ambrose und Reigns vielleicht sich Rollins wieder anschließen, weil Ambrose war nicht auf der Karte, Reigns hat verloren. Der Taker hätte kommen können. Es wäre vieles möglich gewesen und es war dann tatsächlich das wahrscheinlichste Szenario, was im Vorfeld angedeutet war. Der Taker kam mit einem Gongschlag, dann war das Licht kurz aus, nächster Gongschlag, Licht war an, der Taker stand im Ring, ordentlich geschminkt, wie sich's gehört, Blick, wie man ihn von ihm kennt, er sah noch älter aus, als man sich's vorgestellt hat, aber gefärbte Haare machen's möglich, und hat erst einen Chokeslam gegen Lesnar gesetzt, Tombstone 1, Tombstone 2, das war's. Ja, davor kam noch der Low Blow. Ach ja, voll in die Eier, genau. Das kam auch noch, der Low Blow. Der Heel-Turn. Der Heel-Turn, der aber, naja, der Taker wird immer bejubelt. Er wurde auch dieses Mal extrem bejubelt. Auch der zweite Tombstone nach der Kehle-Durchschneide-Geste wurde auch extrem gefeiert. Hätte ich nicht gewusst, was passiert, ich glaube, ich wäre im ersten Moment vollkommen geflasht gewesen. Im zweiten Moment habe ich ein paar andere Sachen dazu zu sagen, aber erstmal lasse ich dich zu Wort kommen. Ja, ich fand das Match, also da, was soll man da groß zu sagen? Es war, Brock Lesnar hat dominiert.
Seth Rollins ist der Obergeek. Er trägt den höchsten Titel der Promotion, aber wird dargestellt wie sonst was. Wie als ob er kaum nicht mal gegen Kofi Kingston gewinnen könnte. Also das hat mir sehr missfallen. Also allgemein seine Darstellung, nicht nur jetzt in dem Match, sondern in den letzten Wochen. Weil in ihm so viel Potenzial steckt, dass man das auch durchaus hätte anders machen können. Aber es dreht sich ja alles darum, dass Seth Rollins Hilfe braucht, dass seine Lakaien ausgeschaltet worden sind. Kane hat dann seinen Fuß gebrochen bekommen quasi. Und ja, ich finde es einfach eine Verschwendung und einfach nur enttäuschend, wie mit diesem Talent umgegangen wird. Und ich bin auch ein großer Fan von Brock Lesnar, aber ich finde die Ansetzung an sich sehr unglücklich, eben weil das dann diese Rolle von Rollins verstärkt und eigentlich Rollins als Champion stark hervorgehen sollte. Brock Lesnar ist ein Teilzeitwrestler, Okay. aber Brock Lesnar sollte eben nicht dann die Matches irgendwie dominieren oder beziehungsweise nicht stärker dargestellt werden als der Champion, obwohl er selbst kaum da ist. Das zu Match an sich. Wie gesagt, ich bin großer Brock Lesnar-Fan und das Traurige ist eben, dass Brock Lesnar eben eigentlich im Moment das Beste ist, was WWE hat und was WWE passieren kann. Und das ist eigentlich bezeichnend dafür, dass er eben nur ein Teilzeit-Wrestler ist. Genau, und dann kam der allseits beliebte Taker. Wie gesagt, du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst. Man wusste nichts. Es war alles offen. Aber letztlich, also ich persönlich war auch nicht überrascht. Ich hatte es mir insgeheim auch nicht gewünscht, dass er kommt. Weil, ich bin ganz ehrlich, ich möchte nicht sehen, wie Undertaker im Ring stirbt, wenn er jetzt gegen Brock Lesnar das nochmal antreten wird. Also ich habe da die schlimmsten Befürchtungen. Genau, ja. Also die WWE lernt einfach nicht daraus. Die Ratings gehen runter, die Zahlen sind schlecht. Was macht man? Man holt einfach Legenden und Teilzeitwrestler zurück. Stellt sie beide in, stellt zwei, am besten noch zwei Teilzeitwrestler, eben Brock Lesnar dann gegeneinander. Und was hat man davon? Kurzfristige Aufmerksamkeit, vielleicht sogar ein paar Buys, sogar noch über traditionellen Wege oder fürs Network halt. Und was hat man davon? Gar nichts. Es ist eine Spirale, die sich dreht und sie lernen nicht daraus und das ist einfach unglaublich. Ja, das ist ja, du hast es ja schon gesagt, eigentlich der einzige Grund, den Taker und auch Sting jetzt zurückzubringen, weil man ja wirklich den schwindenden Ratings irgendwie entgegenwirken möchte. Und das ist alles, was man noch im Arsenal hat, was einem einfällt. Mit gebrechlichen Männern die Ratings wieder. Ja, ich will nicht sagen verzweifelt, aber es geht in die Richtung. Wenn einem nicht mehr viel einfällt, wenn das aktuelle Produkt nicht ausreicht, oder wenn man aus dem Produkt nicht so viel macht, dass es sich selber trägt, sondern dass man wirklich auf diese alten Legenden angewiesen ist, das ist bezeichnend. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und auch fahrlässig finde ich persönlich, weil ich meine, wie oft haben wir jetzt in den letzten Jahren schon berichtet, auch dass ein Match von Undertaker bei WrestleMania in den Sternen steht, ne? Und wie sehr ihn sein Körper auch plagt und vor allem auch nach den Matches. Und man weiß doch einfach, dass das ist ein alter Mann, das ist ein Mann, der hat ausgedient. So legendär wie der Undertaker es auch ist und wie sehr ich auch seine Matches bei WrestleMania geschätzt habe. Aber es ist mal gut. Ne? Ja, also ich kann damit leben, dass er bei Mania noch ein, zwei Jahre Ja, vielleicht kommt. natürlich. Midcard ist genau das. Also das so gegen Wyatt, das ist okay. Da kann er nochmal ein Match, wenn es gut läuft, kriegt er 3 Sterne dafür. Das ist in Ordnung. Mit einem guten Gegner vielleicht 3,5, wenn es richtig gut läuft. Aber eben nicht im Main Event und nicht als Messias-Figur, um die Liga zu retten. Und vor allem Das. dann auch nicht so. Ich Nee. meine, das war ja, Jens hat es ja schon im Board geschrieben. Es war eine reine Heel-Aktion. Das war einfach, er hat Brock Lesnar, der ja auch schon bejubelt wurde, der auch als Face eben in dieses Match gegangen ist. Das war ja deutlich. Rollins war ja der Obergeek, der eben dann immer nur mit Hilfe davon seinen Lakaien irgendwie gewinnen konnte, wenn überhaupt. Und er hat das Match bei WrestleMania klar und deutlich verloren. Es war ein faires Match ohne jegliche Eingriffe. Brock Richtig. Lesnar hat das Match
einfach gewonnen, weil er der bessere Wrestler war. So, wenn man das jetzt mal so nüchtern betrachtet. Deswegen ist die Aktion einfach an den Haaren herbeigezogen. Ja, und jetzt unabhängig davon, dass die, ob der Taker wirklich der richtige Mann ist, um die Ratings zu retten, unabhängig davon, dass ob es jetzt glücklich ist, das Match beim SummerSlam überhaupt zu bringen, habe ich noch zwei andere Punkte, warum mir dieser ganze Taker-Comeback bei aller kurzfristigen Freude, also ich freue mich immer, wenn ich den Gong höre und ich freue mich immer, wenn ich den sehe, weil ich bin ja schon ein bisschen älter als du, ich bin mit dem toten Mann groß geworden. Ich fand ihn unglaublich cool als kleines Kind. Ich fand ihn unglaublich cool auch in den Matches nachher gegen Triple H und Shawn Michaels gegen Ende der Karriere. Das ist Ja, eben, die waren grandios, die ne, Matches. Das eben, hat. es ist Institution und das ist billig, aber es zieht bei mir und es zieht bei vielen auch. Den Taker zu sehen, macht mich ein bisschen fröhlicher manchmal. So, das ist das, aber das ist eine. Das andere, warum man jetzt da durchaus geteilter Meinung sein kann. Zum einen, das Match wird nicht gut. Es wird nicht gut. Richtig. Lesnar lebt davon, dass er einen unglaublich stiffen Stil geht. Der tötet die Wrestler. Fragt mal bei John Cena nach. Fragt mal bei Roman Reigns nach. Der verprügelt seine Gegner im Ring. Der macht da keine Gefangenen. Und wir haben bei WrestleMania 30 gesehen. Lesnar hat den Taker mit Samthandschuhen angefasst. Das Match war Ja. schwach. Es war richtig schwach. Dann hat sich der Taker auch noch relativ früh verletzt. Da ist er noch zimperlicher zuvorgegangen. Natürlich, weil er musste den Taker ja auch beschützen. Das ist ja auch Natürlich. richtig. Selbst wenn der Taker nicht die Gehirnerschütterung gekriegt hätte, wäre das kein gutes Match gewesen, weil der Taker war Es geht damals einfach nicht schon mehr, genau. 49 Jahre alt. Er konnte damals nicht mehr hoch diesen Impact gehen. Und Lesnar lebt davon. So, jetzt ist der Taker wieder 1,5 Jahre älter. Und das Match wird nicht besser. Auch das Match gegen Wyatt. Es war okay, es war wirklich nicht schlecht, aber es war alles andere als ein 4-Sterne-Match. Das muss man auch sehen. Also Punkt 1, das Match wird nicht gut. Punkt 2, ihr werdet doch nicht mit einem Rematch beim SummerSlam das Brechen der Streak wieder ungeschehen machen. Das zieht doch vorne und hinten nicht. Das Match ist von vornherein dazu verdammt, an den eigenen Erwartungen zu scheitern. Es wird nicht gut und es wird auch das Brechen der Streak nicht ungeschehen machen. Das wird alles nichts. Und auch von der Argumentation einfach so eine Feder aufzubauen. Brock Lesnar, wenn er schlau wäre, würde jetzt einfach sagen, ich gebe einen Scheiß jetzt darauf, was der Taker von mir will. Oder für ihn gibt es ja gar keinen Anlass zu sagen, ich fehde jetzt gegen den Taker, sondern sage, ich will jetzt mein verdammtes Title-Match haben. Ja, im Und Steel Cage oder was auch immer, genau, irgend ich will sowas. jetzt Seth Rollins alleine haben, weil ein Eingriff, aber jetzt alleine das aufzubauen, dass er sich jetzt Undertaker widmen wird, das ist doch schon an den Haaren herbeigezogen. Warum sollte er? Eben, wie das Ne? vierte Match Cena gegen Owens. Es Genau. gibt keinen Grund, das so zu machen. Brock Halt. Lesnar ist nicht jemand, der auf Rache aus ist. Der Typ will Geld verdienen, der will einfach, der kommt rein, der will Leute verprügeln, der will einfach den Titel haben, Geld verdienen und das war's. Richtig. Genau, und das ist sein Charakter und genau deswegen lieben wir Brock Lesnar und das macht deswegen keinen Sinn, dass er jetzt, oder zumindest bei WrestleMania hat es dann eben noch den Sinn gemacht, dass er eben dominant sein wollte und die Streak brechen wollte. Und jetzt, das wird man nicht ungeschehen machen. Und dann wird wahrscheinlich auch dann noch Brock Undertaker gewinnen. Und dann sitzt man da, man hat ein schwaches Match gesehen und man weiß einfach, es bringt nichts. Natürlich, der Taker muss gewinnen. Also da gibt es ja gar keine Diskussion. Denn der Taker muss bei Mania antreten und du kannst den Taker jetzt nicht das zweite Match nochmal. Wer will das denn da noch sehen? Also, wenn man Das es will ja jetzt kürzt. schon keiner kommen, Eben. einer mehr sehen. Ja, Das hat die da. ich will alles Ja. sehen. Ja, aber du musst ja schon zugeben, dass die Spannung bei der diesjährigen WrestleMania einfach komplett raus war. Natürlich, es ist nur nochmal. Das ist Nostalgie, Sei mir das nicht böse, akzeptiere auf ich auch. alte Zeiten einen runterholen. Das Genau, ist ja, es. genau, Ne? richtig. Und. Und das ist ja auch, finde ich, bei der größten Show des Jahres ein bis zwei Matches auch legitim. Also, aber Nicht nicht als mehr Main Event als, beim ja. SummerSlam, ne? Genau. Genau, Ja. richtig. Das haut vorne und hinten nicht hin. Insofern, also alle Taker-Fans, ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig für 5 Sekunden und dann habe ich angefangen nachzudenken und dachte, what the fuck, das wird böse enden. Weil dann Sting gegen Wyatt, das wird auch nicht toll. Das wird auch nicht toll, das Match.
Sting will ich auch nicht mehr sehen. Es tut Nein. mir leid. Also dieses, beim Undertaker kann ich es tatsächlich noch ein Stück weit mehr nachvollziehen. Aber ich finde, man hat schon gesehen, weil die WWE da einen komplett falschen Weg einschlägt. Bei WrestleMania Triple H gegen Sting. Das war einfach, es bringt niemandem etwas. Nee, das war auch Masturbation auf alte Zeiten. Die alten Genau. Legende kamen noch dann dazu, Hogan und Konsorten. Richtig, Das, genau. ich weiß auch bei uns im Team, also Boovy ist steil gegangen, The Best in the World ist steil gegangen, Zack, du und ich waren eher mäßig begeistert. Also das spaltet auch bei uns ja die Geister. Aber viel mehr als Nostalgie ist es eben tatsächlich nicht. Das muss man dazu eben wissen. Und ob das da ausreicht, das Network zu retten. Ja, oder allgemein die Ratings zu Ja. retten. Es ist eine gängige Methode, die sie seit Jahren anwenden. Und man merkt einfach, und ich verstehe nicht, dass sie es nicht sehen, dass sie neue Stars brauchen. Junge, neue Stars, die die Company in den nächsten 10 Jahren noch tragen können. Und Seth Rollins hätte das Potenzial gehabt. Ich glaube, dass das jetzt nicht mehr möglich ist. Ja, ich glaube, das geht noch. Das geht noch. Ja, Ich bleib, ich aber. sag, ich sag immer dieses Shawn Michaels-Beispiel. Der war früher so feige und ist Ja, gut. weggelaufen. Es Aber das kann war noch ein klappen. anderes Niveau. Seth Rollins ist. Ja, vielleicht hast du recht und vielleicht sehe ich zu schwarz. Ich würde es mir wünschen, weil das ein unglaublich talentierter Wrestler ist, Ich der sag meiner mal, Meinung nach durchaus das. Ja, ich sag. sag's mal so, als ich Shawn Michaels damals wahrgenommen habe, ich glaube, da warst du noch gar nicht geboren. Du bist, glaube ich, nee, warte mal, ich muss mal Ich überlegen. bin noch jung, aber das darf die Userschaft nicht wissen, wie jung ich bin. Nee, du bist noch ein bisschen jünger, das ist richtig. Genau, noch ein Also kleines Stück. da war, wie gesagt, da warst du, das ist Realität, da warst du noch nicht geboren. Ja, richtig, das. Und Ja. So, meinst du so 92, 93? ja, Ja, genau. richtig. Und seinerzeit habe ich als Jungspund Shawn Michaels als den feigsten Blödmann wahrgenommen, den es gibt. Habe dann nach ein paar Jahren wieder reingeguckt und dachte, ja, du bist ja wohl endlich weg. Und dann war er der größte Wrestler aller Zeiten. Ich dachte, irgendwas stimmt doch hier nicht. Also Natürlich, ja. es kann klappen. Also Bei Wrestling sind auch natürlich auch die Sprünge natürlich möglich. eben, Aber das jetzt, wenn ist man richtig. die aktuelle Situation sieht, finde ich es einfach eine Schande, wie Seth Rollins als WWE World Heavyweight Champion, ne, wohlgemerkt dargestellt wird, ne? Das ist unbestritten. Das ist Ja. da bin ich Ja, aber vollkommen bei dir. natürlich. Aber Shawn Michaels ist natürlich auch einer meiner Lieblingswrestler und einer der genialsten Charaktere, die die WWE hervorgebracht hat. In-Ring-Charakter, ne? Genau, Also ja, außerhalb natürlich, ja. des Rings kann man da Natürlich. auch geteilter Meinung Ja, sein. da hat er sich ja auch einen sehr interessanten Wandel In der Tat. durchlebt. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Gut, das, also ganz kurz noch positiv. Der Taker sah fit aus. Also er sah körperlich gut. Er hat jetzt ein bisschen Wabbelbauch gekriegt. Das hat er aber auch schon ein bisschen länger. Aber er war, sonst fand ich ihn gut in Schuss. Ein Lesnar zu zwei Tombstone mal kurz hochzuwuppen, das ist jetzt nichts, wofür man sich feiern lassen muss. Aber das ist auch jetzt nichts, was ein Rollins hätte damit arge Probleme gehabt, Ja. das überhaupt hinzukriegen. Wo ist der eigentlich hin? Aber zumindest positiv, der Taker sieht fit aus. Also besser Ja. als sonst. Und bei Mania 30 sah das ganz schlimm aus. Also auch ohne die Gehirnerschütterung, da war er einfach nicht fit. Das war körperlich nix oder nicht so doll wie jetzt. Aber es ändert natürlich nichts an der Gesamtsituation. Da hast du vollkommen recht. Gut. Damit sind wir fertig, würde ich sagen, Nexus. Das war der Main Event. Der Taker geht dann eben mit geballter Faust in den 15 Minuten. Backstage-Bereich. Zu früh aufgehört, dieser Pay-Per-View. Das wird ja anscheinend auch schon Tradition. Finde ich auch unverständlich, warum man dann nicht einfach anderen Matches die Zeit gibt. Also, das ist ja doch durchaus möglich, oder? Ja, Erwarte ich hier so viel. das Steven-Match hat auch 11:30 gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das IC-Title-Match wirklich mehr gekriegt hätte. Ich glaube fast nicht. Insofern kann man auch nicht sagen, dass da irgendwie durch die neuen Match-Ansetzungen viel Zeit tot zu machen gewesen wäre. Ja, ich weiß es auch nicht. Normal, also die letzten Male war die WWE eigentlich immer so, dass der letzte Pay-Per-View war, glaube ich, auf die Minute genau. Ja. Da hat man nicht, aber du hast recht, in den Jahren da, oder Monaten davor war es teilweise schon, dass Ist man viel häufig auf Zeit jeden Fall. verschenkt hat. Das ist richtig. Gut. Nexus, wie fandest du es denn rückblickend? Ja, also anfänglich solide, dann starke Phase mit dem Diven-Match mit Owens, Cena. Und ja, und dann ab dem Finish eigentlich habe ich mich dann größtenteils aufgeregt. Also ich kann mich jetzt nicht auf, was würde ich für eine Punktzahl geben? Also vom Booking her wieder Katastrophe. Trotzdem größtenteils unterhaltsam, aber eben zwischen 5 und 6 Punkten.
Ja, ich war einen Tick Ich. höher. Ich hab 7, 7,5 in dem Dreh würde ich geben, weil es war kein Match wirklich scheiße. Nein, das Also stimmt, das da definitiv nicht, nee. genau genommen war sogar Sheamus gegen Orton fast gut, wenn es nicht so ätzend bekannt Würde gewesen ich wäre. nicht sagen, aber genau, ich lasse dir das, dass du, das ist deine Meinung. Solide, würde ich sagen. Aber es war nicht schlecht, auf jeden Fall nicht, nee. Nee, gut ist auch ein bisschen zu hoch gegriffen. Vor allen Dingen, weil ich Orton einfach nicht mehr sehen kann. Und Nee, das ich ist. verorten es total über. Also, Tag Team Championship war fast das schwächste Match der Card. Von dem habe ich mir sehr viel versprochen. Aber sie durften wohl nicht. Ich weiß, dass das New Day als Team super funktionieren können. Dass die richtig gut abliefern können. Aber in diesem Fall war es eben das schwächste Match meines Erachtens. Wyatt Reigns fing solide an, wurde nachher richtig stark. Oder Genau. wurde gut. Wurde Gut, gut. genau, gut, ja. Steven war durch die Bank weg gut. Genau. Cena Owens war großartig. Und Main Event, ja, Ja. fällt mir schwer, das zu bewerten, ehrlich gesagt. Das war Ich ja fand's kein auch einfach Match. so lächerlich, wie Rollins dann da um den Ring gelaufen ist. Das finde ich allgemein lächerlich, wenn das die hier jetzt machen. Das wirkt einfach so Kindergarten, Grüße an Mantis, kindergartenmäßig. Also ich finde das einfach, das gehört nicht in den Ring. Nee, das Aber passt. Leute, guckt euch irgendein Ring of Honor an. Da gibt's gute Fehden, da gibt's gute Geschichten, da gibt's tolles Wrestling. Also es gibt so viele Alternativen. New Japan. Also ich guckt euch was anderes an. Ich Wenn kann euch. heute, ja, bitte, Entschuldigung. Nee, da sprich was. Ich kann heute sonst meine normale Empfehlung in Sachen Schimmer-Wrestling für gutes Frauen-Wrestling nicht mit Nachdruck an den Mann oder an die Frau bringen, weil das Steven-Match heute einfach gut war. Da habe ich wenig Argumente, aber wann immer ich kann, promote ich Schimmer, weil ich die Promotion einfach klasse finde. Genau. Und sonst, ich kann auch nur empfehlen, selbst NXT ist ja auch unter dem WWE-Banner läuft, wie es was viele vielleicht nicht wissen, weil es relativ gute Shows sind, kann ich auch nur empfehlen und dir auch ans Herz legen, Andy. Das kannst du mal reinschauen. Gibt's auch bei MaxStorm. Kannst du da, ich glaube, die ist leicht geschnitten, die Version, aber die wichtigen Matches sind drin und das ist wirklich eine gute Show. Da werde ich mal Solltest du auch gutes Frauenwrestling. einen Blick reinwerfen. Genau. In diesem Sinne sind wir für heute durch. Marvin, das war dein Debüt. Vielen herzlichen Dank, dass es geklappt hat. Sonst hätten wir Ja. arge Probleme heute vielleicht bekommen. Habt Erbarmen mit meinem Debüt, es wird bestimmt besser. Und ich fand es großartig. Ich möchte auch noch mal ganz kurz um Verzeihung oder um Entschuldigung oder Verständnis bitten, dass wir, ich zitiere, Mensch, wie heißt denn der stirbt langsam Schauspieler? Jetzt ist mir gerade entfallen. Meine Güte. Ich Das kann die gibt's nicht doch gar reihen, nicht. nicht. Tut mir leid. Das gibt's doch. Das kann doch jetzt nicht sein. Also ich moderiere schon mal weiter. Bruce Willis, meine Fresse, das wäre mir jetzt fast nicht eingefallen. Ja, guck mal. Bruce Willis zitiere ich mal im ersten Expendable-Film, als dann Schwarzenegger und Stallone aufeinander trafen, sagt Bruce Willis, da seid ihr jetzt fertig dabei, euch eure Schwänze zu lutschen, dass wir uns beide so ein bisschen gegenseitig vollgeschleimt haben. Zu Anfang seht's uns nach, Nexus und ich schätzen uns ungemein. Genau. Und Nexus, jetzt hast du die große Ehre, deine ersten Podcast-Grüße an den Mann zu bringen, zu Ende. Und an die Frau vor allen Dingen auch. Oh, das ist natürlich eine Ehre, die mir zuteil wird. Dann grüße ich mal tatsächlich, wahrscheinlich wird er es nicht hören, aber den Overtaker, ein sehr geschätzter Kollege, der früher vor einigen Jahren für uns die Showberichte geschrieben hat. Und dann natürlich vielleicht noch unseren CM Punk Best in the World, mit dem ich übrigens auf das Kevin Owens Cena Match gewettet habe und auf Owens gesetzt habe und leider Gottes verloren Schon habe. wieder? Genau, schon wieder. Ich lerne nicht draus. Das war beim Royal Rumble habe ich gewettet und verloren. Und jetzt könnt ihr alle meine Signatur anschauen, dann wisst ihr, was meine verlorene Wette zur Folge hat. Sehr Genau. schön. Das sind meine Grüße. Ich grüße, wollte ich letztes Mal schon machen, ich habe es leider verpasst. Angus Young, 1973X, weil er unsere Podcasts immer hört und uns dabei mit ins Bett nimmt. Ich lasse das mal einfach so stehen. Sehr interessant, Sehr okay. interessant. Er schläft dabei, er sagt angeblich, er schläft dabei gut ein. Lassen wir das mal Liegt auch vielleicht lieber an so unseren stehen. schönen Stimmen, ja. Alles andere wollen wir nicht wissen. Genau. Dann grüße ich einmal The Fabi und EB316, weil gestern hat der Charakter The Silent Flicking Machine die Wrestling Fantasy Entertainment Liga
beendet. Das Habe ich ja Match. mal gerade mitbekommen, was war denn da los? Ja, ich weiß es nicht genau. Die Liga ist tot. Es war ein Career-Threatening-Match zwischen Jason Stand und dem Silencer. Wenn Stand gewinnt, muss der Silencer die Liga verlassen. Wenn der Silencer gewinnt, wird die Liga geschlossen und mein Charakter hat gewonnen. Die Liga ist jetzt erstmal tot. Das Match hat, wie gesagt, EB geschrieben. Er hat es großartig geschrieben. Alle haben 5 Sterne gegeben. Wenn ihr wollt, lest mal rein bei uns im Board. Und Fabi hat die Liga eben geführt. Deswegen Dank an Fabi für die jahrelange Arbeit, die er da gemacht hat. Unsere Fantasy-Liga ist jetzt bis auf Weiteres geschlossen. Man muss gucken, wie es mit dem Storytelling weitergeht. Aber das ist alles in der Schwebe der Zeit. Ich bin leider verantwortlich dafür, dass das jetzt beendet ist. Aber wir werden sehen, ob es vielleicht nochmal ein Revival gibt. Wenn, wird es wohl auch auf der Startseite vielleicht bekannt gegeben. Im Board auf jeden Fall. Guckt mal rein. Apropos Startseite, vielleicht noch eine Sache. Fällt mir der User Martin ein, glaube ich, heißt er, der immer sehr freudig die Podcasts erwartet und dass ich auch immer am Rande mitbekomme, dass er sich immer sehr brav bedankt und dem gebührt auch mal liebste Grüße. Genau, wir haben ihn alle Ein auch schon treuer Fan. tausendmal gegrüßt, man kann ihn aber nicht oft genug grüßen, das Genau. stimmt. Und ich grüße Goldberg, denn ich habe ihn in Schleswig-Holstein ausfindig gemacht. Ich habe eine Bildungsreise genommen und in der Nähe von Sismar, als ich das Kloster besucht habe, habe ich gesehen, ein Wegweiser 3 Kilometer östlich von Sismar lässt sich Goldberg mittlerweile als Touristenattraktion begutachten. Deswegen hat man ihn lange nicht gesehen. Er ist hier untergetaucht und verdient sich dabei ein paar Euro. Könnt ihr übrigens sehen, bei uns im Board im Wrestling Picture Thread ist der Wegweiser abgelichtet. Damit sind wir am Ende. Marvin und ich sagen herzlichen Dank und die nächsten Male wird es dann wieder mit Julian, mit Jens, mit mir oder mit Marvin irgendwas zu hören geben. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Adios.